So, da wäre er wieder. Ich habe jetzt unten die Aufgaben verteilt, konnte das aber leider nicht ganz zu Ende führen. Also wir hatten einfach nicht genug Mechanismen, um alle Käfige zu verbinden. Das heißt, ich habe jetzt erstmal nur 4, 5 Stück mit dem Schalter da verbunden. Das dauert jetzt auch eine Weile, bis das alles aufgebaut wird, denn die Zeit habe ich nicht weiterlaufen lassen, nur halt die Aufgaben verteilt. So, das heißt, wir müssen ganz viele Construct, Rock, Mecha, ups. Mechanism. Da. Sagen wir mal 40 Stück. Das würde dann für 20 Käfige reichen. Ich hoffe einfach mal, dass wenn wir gleich den Schalter drücken und die Käfige da freigelassen werden, dass auf dem Boden dann der leere Käfig liegt, der Nakidai Goblin und zwei Mechanismen. Denn sonst würden wir jedes Mal, wenn wir die Arena brauchen, recht viele Mechanismen fair brauchen und das wäre nicht so toll. Und warum läuft da ein hungriger Zwerg da gerade arbeiten? Dump Item. Komisch. Ah, jetzt läuft er zurück. Oder auch nicht. Er läuft erstmal hoch, um dann da wieder zurückzulaufen. Was zur Hölle machst du, komischer Zwerg? Na gut, soll mir einerlei sein. Was machen unsere Mechaniker? Die sollten eigentlich jetzt die Käfige verbinden. Howler, Carpenter, Howler, Pawn, Mechanik. Dump Item und linke Building to Trigger. Das klingt doch schon gut. Was sagen oben unsere Stockpiles? Jede Menge Weapon Racks, Armor Racks und viel zu viele Bins mit Blöcken drin. Ja, die Blöcke. Wir haben noch Chert-Blöcke. Durch einen Fehler meinerseits. Ich guck mal ganz kurz, wie viele das sind. Und wenn das genug sind, können wir daraus ja einfach noch eine Straße machen, aber nicht in unserem Fort, sondern außerhalb. Außen kann das ruhig hässlich aussehen. So, wo sind meine Blöcke? Cages, Crates, Blocks. Chert Blocks, 120 Stück. Oh, weia. Und ich glaube, die Blöcke hier sind allerdings auch die, die schon verbaut sind. Weil wir haben garantiert keine 233 Blöcke einfach so rumliegen. Kann ich die irgendwie anzeigen lassen? Nö. Schade. Na gut, aber es reicht auf jeden Fall für eine Straße hier draußen. Die soll einerlei schön aussehen. Außerdem erhöhte sie unseren Wert von dem Fort selbst, bis dann später irgendwann der König kommt. Und ich glaube, man braucht sogar eine Anbindung mit einer Straße zum Ende der Karte, damit man den König bekommt. Aber bin ich mir nicht sicher. Und es sieht einfach schick aus. So. Und Shared Blocks bitte benutzen. Sehr schön. Und ich sehe gerade die ersten Zwerge hier rauslaufen und Holz holen. Das ist auch sehr schön. Denn die Bestände gehen doch langsam ein wenig zurück. Weil wir ja recht viel verfeuert haben. Und was haben wir noch hergestellt? Irgendwas aus Holz haben wir noch hergestellt. Und da ist ein Stein im Weg. Ärgerlich. Was haben wir noch aus Holz hergestellt? Also wir haben Kohle gemacht. Nö, ist schon nicht mehr auf der Liste drauf. Komisch. Und die Armbrüste, aber das waren ja immer nur 2, 3 Stück. War schon komisch. Na gut, so oder so, Holz haben schadet nie. Auch wenn wir jetzt die wichtigen Sachen alle aus Stein herstellen können. Und Betten müssten wir eigentlich schon genug haben. Die Schlafzimmer sehen echt abgefahren aus. Ah ja, die Türen wollte ich noch setzen. Jedenfalls so ein paar, so zwischendurch mal. Zum einen, um den Stockpile unten zu entlasten und zum anderen, damit die Leute nicht in zügigen Zimmern schlafen müssen. Und Türen brauchen wir mal wieder. Sind sie noch drauf? 10 Stück. 10 ist doch lachhaft. Rock. Da. 20. So. Was sagen die Mechanismen unten? Viel zu weit hoch. Hier. Starren wir mal ganz kurz eine Weile auf die Goblins, ob da jetzt überhaupt jemand ankommt. Ja, da kommt er. Also ich habe die drei Käfige da oben, ich glaube den da unten und den da. Irgendwo hier in der Nähe. Die habe ich alle mit dem Schalter verbunden. Ist das jetzt ein gutes Zeichen, dass er da unten schon ist oder ist es ein schlechtes? Gucken wir einfach mal direkt auf den Schalter. Ah, er muss noch 4 Stück verbinden. Ja, das dauert noch. An ambush, curse them. Oh, unsere Leute sind draußen.
Das ist gar nicht gut. Und wo ist der Ambush? Da, mitten im Weg. Das ist nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Also Alarm. Alarm, Alarm, Alarm. Alle in Bunker. Miliz. Bewegen. Dahin. Trotzdem werden die Zwerge da draußen wahrscheinlich sterben. Gucken wir mal ganz kurz. Ja, ein Goblin läuft denen hinterher. Die laufen alle dem hinterher. Heidenchaos. Na gut, wir haben jede Menge Särge gebaut, dafür sind sie da. Was kommt jetzt? Noch ein Ambush, Cursed Summon. Da oben sind richtig viele. Und es sind Armbrustschützen. Oh, das ist gar nicht gut. Ja, die Miliz bleibt auf jeden Fall drin. Die Zwerge, die draußen sind, sterben halt. Das waren eh nur Hauler, wenn ich das richtig sehe. Und da ist schon wieder jemand traurig. Da werden gleich noch viel mehr traurig sein, du. Und ich sollte mir jetzt angewöhnen, jedes Mal, wenn ich draußen irgendwas baue, also Holz abbaue oder die Straße zum Beispiel, dass immer die Miliz dabei steht. Weil wir sehen, es ist recht schmerzhaft. Da sehen wir schon tote Zwerge, 1, 2, 3, überall Blut. Was sagen die Nachrichten? Oh, ein Mechaniker ist gestorben. Und er hatte sogar einen Namen. The Bitpower. Ich glaube, das war unser erster Mechaniker. Der ist tot. Okay. Aber drei Zwerge, das ist zu verkraften. Zumal Mechaniker, der Skill bringt ja auch nur, dass man die Sachen schneller herstellt. Und dass die Mechanismen bessere Qualität haben, wobei die Qualität fast nie ausschlaggebend ist. Also so wichtig ist das schon nicht. Und warum läufst du raus, du dummer Zwerg? Pick up Equipment? Hallo? Nein? Wie kann ich jetzt den dazu bringen, dass er nicht dahin läuft? Er hat eigentlich strikten Befehl, da hinzugehen. Dann geht das hier mal kurz auf und sagen, geh dahin. An Ambush. Curse them. Wo ist der jetzt? Der ist da oben links, glaube ich. Oh, weia. Und wo zur Hölle gehst du hin? Pick up Equipment. Du sollst kein Equipment aufheben. Das ist der Namenlose. Oder der Unaussprechliche. Der wird auch gleich sterben. Er hat jetzt von der Leiche von... Wem ist das? Von einem Hauler. Hat er sich jetzt irgendetwas genommen, was wohl ein Ticken besser ist als sein jetziges Equipment. Okay. Ja, Hauptsache er ist wieder zurück. Das ist das Wichtigste. Und was machst du jetzt? Store Item in Bin? Hallo? Wir sind auf aktiv. Und sie haben einen Befehl. Und trotzdem machen sie lauter Unsinn. Ich bin versucht, die Tür einfach zuzumachen. Nee, wer ist da draußen? Ich hab doch gerade eben... Webster. Station. Warum hat er einen Station-Befehl und ist trotzdem hier draußen? Und er ist in einer Martial Trance. Also er ist gerade in einem Kampfwahn. Umgeben von 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bogenschützen. Also Armbrustschützen. Da kann er noch so viel Wut haben, er wird gleich getackert. Komm, flieh, 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 flieh. Sehr schön. Was für Wunden hast du? Ich sagte, was für Wunden du hast. Oberkörper recht üble und Unterkörper. Komisch. Na gut, dann kriege ich mal schön zurück. Wo läufst du hin? Also. Boah. So, und wo sind die ganzen anderen Goblins hin? Da oben. Jetzt kommen die langsam Richtung fort. Da kommen sie angewuselt und... Was machst du? Ja, du bist sehr unglücklich und du hebst Equipment auf. Du sollst kein Equipment aufheben. Das muss ich jetzt unbedingt rausfinden, wie man das abschalten kann. Weil das geht ganz so gar nicht, dass unsere Miliz jetzt mitten im Einsatz anfängt, irgendwelche Sachen aufzuheben und rumzutragen. Equipment. Ich drücke jetzt einfach mal M für Partial Matches, dass sie jetzt nur Exact Matches tragen. In der Hoffnung, dass er jetzt den
die komische Idee aufgibt, da was aufheben zu müssen. So wie er hier auch. Nexus. Nö, Nexus ist einfach mal tot. Nee, ist er nicht. Wo ist Nexus? Der war doch eben gerade noch hier und wurde gerade von den Goblins überrannt. Na gut. Wer Befehle missachtet, hat halt nichts Besseres verdient. So. Da liegt doch ein Toter. Noch ein... eine Elfenkarawane trifft ein. Das kann ja lustig werden. So. Ich wollte gerade gucken, welche Leiche das da jetzt ist. Das ist... Grund Ritzmugans Korps. Und jede Menge Blut. Na gut. So, jetzt kommen die Goblins endlich rein. Erster gefangen, zweiter gefangen, dritter gefangen. Und sie bleiben stehen. Okay, benutzen wir unseren Kamikaze-Trick. Wir laufen jetzt einfach schreiend auf die zu und hoffen, dass die in unsere Richtung rennen, damit sie dann in den nächsten Fallen tappen. Also, S, Shift A, O, M. Weil es so viel Spaß macht. Dahin. Und sie bleiben alle stehen. Das sind Armbrustschützen, oder? Pikemen. Nee, das sind keine Fernkämpfer. Die Armbrustschützen müssen noch draußen nicht irgendwo rumtummeln. Wahrscheinlich bei den Elfen. Okay, dann lauf mal dahin. Schon besser. So, alle in der Falle. Befehl aufheben und nach hinten zurücklaufen. Dahin. So. Also 10 Goblins haben wir schon mal. Ein guter Anfang. Was sagt die Übersicht? Cage Prisoner haben wir ganz viele. Wir sehen keine freien Goblins mehr. Sind die etwa abgehauen? Ha. Also wir wissen, Webster hatte so einen Wutanfall und ist auf die Armbrustschützen losgegangen. Sind die danach abgehauen? Das könnte natürlich sein. Was haben wir denn hier so alles? Blut von einem Grunt von uns. Eine silberne Großaxt, wahrscheinlich von irgendeinem Goblin. Eine Trollpelzsocke. Und ein toter Goblin. Dafür hier ein toter Zwerg. Jede Menge Blut. Noch mehr Blut. Da sind die 3 toten Zwerge. Also von den Armbrustschützen scheint nur einer gestorben zu sein. Das glaube ich doch nicht, dass deswegen der ganze Trupp abgehauen ist. Hier haben wir einen toten Grunt. Also einer von der Miliz. Und noch ein toter Hauler. Na gut, die Elfenkarawane scheint jetzt reinkommen zu können. Das heißt, wir schicken unseren Trupp jetzt mal raus, einfach nur um zu gucken. Also wir schicken ihn hier hin. Damit er gucken kann, ob irgendwelche Goblins vor dem Fort lauern. Und wenn nicht, dann können wir unsere Leute nämlich losschicken, die Leichen einsammeln. Sonst werden die Verwandten noch genervter, als sie jetzt schon sind. Aber schaut gut aus. Keine neue Ambuschwarnung. Keine Pixel, die auf die Zwerge zulaufen. Okay. Dann heben wir den Bunkerbefehl mal auf. Und lassen die Zwerge jetzt... Ja. Der eine Hauler ist seit Wochen vermisst. Es ist keine Woche her. Der liegt irgendwo hier. Jetzt kommen die ganzen Zwerge an. Holen die Käfige wahrscheinlich primär. Und holen die ganzen Leichen. Und Zück70N ist auch seit einer Woche vermisst. Den habe ich gerade erst benannt. Tut mir leid. Er hatte sich vor 2 Folgen gemeldet oder so. Kannst du nicht einen Zwerg nach mir benennen? Das habe ich eben gerade in der Pause gemacht. Und jetzt ist er schon tot. Ja, so ist das Leben. Aber verzweifle nicht, du wirst unten in der Grabkammer verewigt. Neben den ganzen anderen toten Zwergen. So, es wird alles abgeholt. Gut, gut. Die Miliz wird langsam hungrig und durstig. Da fällt mir ein, jemand meinte, hast du denn überhaupt Waterskins und Rucksäcke, dass sie Essen und Trinken mitnehmen können? Ich glaube, das habe ich gar nicht. Guck ich mal ganz kurz in Stocks, wie viel Leder wir haben. Leder.
Wir haben jede Menge. Hundeleder wird mal wieder verboten. Und wir hätten gerne Leather Waterskin. 20 Stück. In der Hoffnung, dass wir irgendwann wieder 20 Milizleute haben. Und Leather Backpack. 20 Stück. So. Dann sollten wir jemanden zum Depot schicken und Sachen zum Depot schicken. Auch wenn ich gar nicht weiß, was wir von den Elfen überhaupt noch gebrauchen könnten. Essen und Trinken haben wir ja mehr als genug. Deswegen schicken wir erstmal noch ein paar Kisten dahin, das soll reichen. So, die toten Zwerge werden fleißig abtransportiert. Ich guck mal ganz kurz in den Dwarf Therapist rein, wie traurig die Zwerge so sind. Wir haben einen Grunt, der ist very unhappy. Das ist schon rot. Wir haben einen Howler, der ist very unhappy. Das werden wahrscheinlich die Ehemänner und Ehefrauen sein. Schauen wir mal, wie traurig die sind. Aber ich hoffe einfach mal, dadurch, dass wir die Zwerge gleich unten begraben, dass die nicht durchdrehen werden. Oh, da sehen wir schon, eine Hand oder so wird reingebracht. Wie können wir nochmal in die Grabkammern reingucken? So. Hier ist unser Furnace-Mann. Da ist unser Töpferer. Hier ist ein Howler. Und die sind alle noch nicht besetzt. Ja, noch nicht besetzt. Okay, also muss noch jede Menge geschleppt werden. Und Red Wolf ist tot. Nein! Okay, er war einer von den Cuttern. Also die ich gerade dazu bestimmt habe, hier rauszugehen, ein bisschen Holz ranzuschaffen. Das war keine so gute Idee. Aber gut, die Miliz machen wir mal wieder auf O, dass sie ihren eigentlichen Pflichten nachgehen kann. Also trainieren, essen, trinken, schlafen und zwischendurch mal ausruhen. Sonst werden die noch krumpeliger und drehen irgendwann völlig durch. Und ein Zwerg, der durchdreht mit einer Stahlkriegsaxt in der Hand, ist ein wenig unangenehmer als irgendein Töpferer. Auch wenn ich jetzt dadurch den Leuten hier draußen keinen Schutz mehr gewähre. Aber ich hoffe einfach mal, dass die drei Ambusche alle waren. Denn ich denke mal, wenn noch ein vierter da gewesen wäre, wäre er inzwischen draußen. So, wir haben auch schon Sommer. Das heißt, die Menschenkarawane dürfte auch bald kommen. Oh, apropos Karawane. Gucken wir mal ganz kurz. Nee, gucken wir nicht. In der nächsten Folge gucken wir dann mal ganz kurz, was die Elfen uns alles dabei haben. Also bis gleich.